Und damit begrüße ich euch nun hier zur dritten Saison, so wie ich das in der letzten Episode genannt habe, die dritte Saison von unserer Werder Bremen-Karriere hier in EAFC24. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin richtig hype auf diese Saison, denn wir haben unser Ziel erreicht. Spoiler Alert, aber ich meine selbst, also guck dir die letzte Episode gefälligst an, Junge, wenn du es nicht gesehen hast. Also kein Spoiler Alert, jetzt kommt der Spoiler raus. Wir sind nämlich im europäischen Geschäft mit dabei. Jemand hat zwar in die Kommentare geschrieben, hättest du im letzten Spiel gegen Leverkusen gewonnen, wärst du sogar in der Champions League. Ich finde es aber persönlich gar nicht so schlimm, dass wir nicht da gelandet sind, sondern in der Europa League, weil wenn ich so ein bisschen die letzte Saison Revue passieren lasse, wir haben noch meiner Meinung nach zu viele Fehler in der Mannschaft, als dass wir uns als einen reifen Champions League Kandidaten nennen dürften, also finde ich zumindest, wir können darüber ja gerne mal in den Kommentaren verhandeln. Ich würde aber wirklich sagen, dass es für uns das Beste hier gewesen ist, dass wir in die Euro League gekommen sind und wir uns jetzt dort eben auf internationaler Ebene mit Werder Bremen beweisen können. Da habe ich ultra viel Bock drauf, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen und ich habe auch mitgekriegt, dass ihr da genauso viel Bock drauf habt. Es war so schön von euch nochmal zu lesen, wie ihr gesagt hattet, ich habe Lust auf die neue Saison, die Karriere macht Spaß, obwohl ich kein Werder Bremen-Fan bin und was ich nicht alles gelesen habe, also mega geil, ich kann jedes Mal nur Lobeshymnen aussprechen und das auch zu Recht, wenn es um meine Zuschauer geht. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um das Formale mal wieder. Das ist wieder typisch, wir haben Anfang der Saison, jetzt müssen wir alle Köpfe in unserem Konferenzraum zusammenschlagen vom Vorstand und so weiter hier bei Werder Bremen und einfach mal überlegen, wie sieht denn jetzt die Strategie aus für diese neue Saison mit uns? Ja, wo wollen wir hin? Welche Transfers gibt es zu machen? Wollen wir irgendwas ändern an der Struktur in der Mannschaft? Und das Erste, was ich machen möchte, ist mit euch gemeinsam hier über die Ziele gehen, ne? Weil das erstmal das Wichtigste ist für uns, um erstmal zu schauen, was gibt es für diese Saison so zu erreichen. Und wir sehen schon, das ist ein bisschen anspruchsvoller geworden. Ich habe da kurz rüber geluschert, ja, und das ist ein bisschen anspruchsvoller, wie gesagt, geworden. Die Nachwuchsentwicklung ist, glaube ich, letzte Saison bei hoch gewesen, jetzt ist sie nicht mehr hoch. Es gibt aber trotzdem einfach mal drei Aufgaben für uns. Wir sehen, dass wir einen Spieler auf der Mittelfeldposition in der Jugendakademie verpflichten sollen, soweit so gut, ist relativ einfach möglich. Wir sollen drei Spieler unter 20 Jahren mit einem Potenzial, das den Durchschnittsgesamtwert der aktuellen Spieler auf der entsprechenden Position überschreitet. Drei Spieler, das ist nicht so einfach. Also wir müssen da wirklich gute Scouts finden und auch gute Scout-Regionen. Jemand hat in die Kommentare schon geschrieben gehabt, welche zwei Länder da vielleicht die potenziellen Talentschmieden sind. Aber da komme ich gleich zu. In der Markenpräsenz sehen wir schon, hoch. Wir sollen den jungen Spieler verpflichten. Erstmal ganz plump, verpflichte einen jungen Spieler. Schade, dass da auch wieder mal nicht von EA irgendwie gesagt wird, in welchem Alter. Einfach nur, okay, der soll jung sein. Wir sollen eine Serie von drei Spielen in Auswärtsspielen diese Saison erreichen. Das ist machbar. Ich kann mich noch an geisteskranke Ziele erinnern. Das kennt ihr alle wahrscheinlich. Ja, vor allen Dingen diese, wo ich mal irgendwie gesehen habe, 10 Siege in Folge auswärts gewinnen oder sowas, wo ich mir dann dachte, Junge, weißt du eigentlich, wer wir sind? Und das, finde ich, ist machbar. Das finde ich gut. Wir haben, ich gehe da noch nicht rein, wir gehen erstmal in die Finanzen rein. Wir sehen, das ist geisteskrank. Das hat eine hohe Priorität, deswegen weiß ich nicht, wie ich das schaffen soll. Wir können ja mal gerne unsere Köpfe in den Kommentaren zusammenschmeißen. Überlegt euch vielleicht auch, wie ich das erreichen kann. Ich habe absolut keine Ahnung. Verpflichte zwei Schlüsselspieler und erziele in derselben Saison, ja, in derselben Saison, also es muss in dieser Saison passieren, einen Profit von 100 Millionen Euro. 100 Millionen! Also das ist unfassbar. Die müssen doch irgendeinen Bismarck-Saft geraucht haben oder sowas. Das kannst du doch gar nicht. 100 Millionen Euro. Imagine, das wäre so ein Ziel von Werder Bremen im Real Life. Ja, übrigens, ne, finanztechnisch und so. Boah, weiß ich nicht. Wie viel wollen wir denn so an Profit hier erzielen, was so Spielerverkäufe und so. Machen wir mal 100 Millionen Euro. Are you fucking serious? Das sind Werte, die würden nicht mal BVB erreichen. Okay, klar, die haben so Spieler wie Bellingham verkauft und so, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist ja unfassbar. Ja, und erhöhe den Wert des Vereins und so, das passiert ja einfach nebenbei. Nationaler Erfolg gering, also schön, dass da wieder kein Druck gemacht wird. Wir sollen jetzt DFB-Pokal Runde der letzten 16 erreichen. DFB-Pokal ist ja bisher nicht unser Wettbewerb geworden. Zweimal hintereinander in der ersten Runde rausgeflogen, aber auch durch die blöden Gegner, die wir bekommen haben. Und jetzt neu mit dabei, wir sollen Europa auch tatsächlich erreichen. Sprich, Europa-Qualifikation hier als Bundesliga-Ziel angesetzt. Da ist ein bisschen Druck, aber wie gesagt, es ist halt nur eine geringe Priorität, dementsprechend nicht etwas, worauf wir uns dick fokussieren müssen. Kommen wir aber zu den Erfolgen. Kontinental, jetzt erstmalig mit dabei und wir sehen, wir sollen die Gruppenphase erreichen, Europa League. Ja, machbar. Also sehen wir dann ja, ne? Ich will jetzt hier nicht irgendwie
weißt du, schon mal anfangen, das Team zu loben und dann am Ende schaffen wir es nicht. Weil pokaltechnisch sieht das bisher ja nicht so gut bei uns aus. Ne? DFB-Pokal hat das ja schon irgendwie deutlich gemacht. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Ich habe Bock auf diese Saison hier auf jeden Fall. Habe ich das schon oft... Ich kann es nicht aufhören zu erwähnen. Ich habe richtig Lust auf diese Saison. Es ist so, als würde ich die Karriere gerade neu starten. Ich kriege neuen Push, neuen Energie hier mit rein. Ihr versteht das. Ich glaube, ihr kennt das, dieses Gefühl. So. Als nächstes die Mannschaft, denn es sind einige Spieler wieder zurückgekommen, ich würde sogar sagen, wir gehen rein in die Teamzentrale, da habe ich einen schöneren Überblick über alle Spieler. Es sind einige Spieler zurückgekommen, die wir verliehen hatten, es sind aber auch einfach Spieler ja besser geworden, schlechter geworden. Einfach, ich möchte mit euch gemeinsam die Mannschaft erstmal anschauen, damit wir sehen, wo wir gerade stehen. Also, wir haben Michael Zetterer immer noch da, jemand, der ja so ein Werder Bremen Urgestein ist, genauso wie Pavlenka, hier sieht man es im Verein seit 2017, bei Zetterer glaube ich sogar 2016 oder auch 17, irgendwie sowas um den Dreh. Die Sache ist nur, sein Vertrag läuft aus und ich bin ehrlich mit euch, ich weiß nicht, ob er wirklich eine Zukunft hat, aber ich werde ihn trotzdem, glaube ich, behalten, einfach nur aus dem Grund, weil ich liebe Michael Zetterer, also jetzt full homo an der Stelle, also nein, also auch im Real Life, ganz, ganz toller Typ, ich möchte ihn gar nicht missen und den brauchen wir eigentlich auch als Person, selbst wenn er nicht spielt bei uns, brauchen wir ihn einfach als Person, als Charakter bei uns im Team, das ist so ein bisschen Bittenkurt-Style. Das ist, glaube ich, jemand, der auch sich ganz gut mit den Leuten im Team versteht und so 29 Jahre alt, kann wahrscheinlich auch noch ein bisschen erzählen und sowas. Zum Beispiel unseren Konstantin Busch, der ja als Perspektivspieler, als Jugendspieler bei uns mit dabei ist. Der hat durch die Leier, aber man sieht es leider, nicht wirklich einen großen Erfolg gehabt. 65 Stärke immer noch, ich meine, der ist immer noch 18 Jahre jung, aber ich glaube, für ihn wird das nichts mehr. Wir setzen ihn auf die Transferliste. Köhler ist zurückgekommen, der zeigt wenigstens noch Potenzial und mit dem möchte ich auch noch ein bisschen weiterarbeiten. Der ist 17 Jahre jung, hat aber schon 67 Stärke, also mit dem will ich in die Zukunft gehen und gucken, was ich mit ihm machen kann. Aber ich habe noch etwas anderes, was ich euch noch nicht erzählt habe, weswegen Köhler wahrscheinlich eher auf die Leihliste kommen wird. Aber das zeige ich euch jetzt gleich. Dem Mann passiert nichts. Jansson ist eine ganz interessante Personalie, die aber, also ich würde ihn sehr gerne einfach auf die Transferliste setzen. Es hat für mich keinen Sinn, den zu behalten. Ich glaube zwar nicht, dass da viele Vereine kommen werden, aber dann wird halt sein Vertrag auslaufen, dann ist es halt eben so. Jung ist nicht sonderlich glücklich, was die Spielzeit angeht bei uns, weil seine Rolle ist halt eben wichtig. Der wird immer schlechter, aber den brauchen wir unbedingt als Auswechselspieler, den werde ich nicht missen. Friedel Dardai, Schmidt ist wieder da, hat aber auch keinen Boost bekommen, dementsprechend Transferliste hat für uns keinen Sinn. Wird auch nicht jemand sein, der groß der Kaderbreite irgendwie zugutekommt. Weil selbst wenn wir so jemanden bräuchten in der Innenverteidigerposition, werde ich jemand anderes nehmen als er, weil er einfach nicht gut genug ist. Fuchs lassen wir selbstverständlich, hat ja auch gespielt. Johann Schneider ist jemand, den will ich auf die Leihliste setzen. Bei ihm sehe ich noch Möglichkeiten für die Zukunft, keine Frage. Der hat zwar keinen Status mehr, aber ich habe mir sagen lassen von euch, dass wenn ich Spieler verleihe und die wieder zurückkommen, die theoretisch wieder das alte Potenzial zurückbekommen können. Und das möchte ich bei ihm ausprobieren, deswegen kommt er auf die Leihliste. Werner ist wieder da. Freue ich mich extrem drauf. 17 Jahre jung, jetzt schon eine 69 Stärke, mega geil. Und den will ich auch unbedingt einsetzen. Wir sehen es ja auch, einfach hier auf der rechten Verteidigerposition brauchen wir auch Leute. Von daher, er soll dabei sein. Nikolai Rapp. Ja, auch im Real Life gerade ein Kerl, der verhandelt wird. Und ich glaube, das wird auch bei uns so der Fall sein. Ich werde ihn noch nicht auf die Transferliste setzen, weil der kann ja sowohl Innenverteidigung als auch Sechser spielen und das erfolgreich. Aber der wird bei uns auf jeden Fall nur in der Reserve sitzen und ich hoffe, damit ist er einverstanden. So, machen wir weiter. Opitz ist wieder da. Ist ein bisschen stärker geworden, aber weiß ich nicht, ob das was mit ihm groß wird. Ich will ihn auch auf die Transferliste setzen, weil, ja, der kann auch ein bisschen Geld halt ihm bringen. Der ist aber schon 20 Jahre alt, 66 Stärke. Ob das halt, wie gesagt, was groß wird, weiß ich noch nicht so ganz genau. Ja, Bittencourt, den würde ich gerne verkaufen, wenn es nicht Bittencourt wäre. Auch übrigens, lustigerweise, hätte ich gar nicht glauben können. Ich bin morgens aufgestanden, ich bin mittags aufgestanden und habe auf Twitter gesehen gehabt, dass Bittencourt auch gerade verhandelt wird. Da bin ich komplett aus den Latschen gefallen. Da bin ich quasi aus dem Bett gerollt, weil ich mir dachte, Bittencourt, ehrlich jetzt? Also, weil ich niemals damit gerechnet hätte, dass es jemanden gibt, einen Interessenten oder sowas gibt. Aber ja, gibt's tatsächlich. Also, Dreierlachs. Jankovic zeigt immer noch großes Potenzial. Ich glaube aber trotzdem, dass ich ihn auf die Leihliste setzen möchte. Ich weiß, wir haben nicht so eine krasse Kaderbreite, haben jetzt aber auch wieder finanzielle Möglichkeiten, um die Breite zu erhöhen. Es gibt ja auch Spieler, die ich verpflichten möchte. Und ich will ihm die Chance geben, zumindest bei einer anderen Mannschaft sich nochmal ein bisschen zu verbessern. Lawson wird, glaube ich, dasselbe Schicksal ereilen. Den packen wir auf die Leihliste. Also mal gucken, ob der auch wieder einen
ja, hat etwas, um besonders zu werden oder wie das dann nochmal heißt, irgendwie zu erreichen, mal gucken. Jemand, der sein Comeback feiern wird, ist Gott sei Dank Jesper Karlsson. Er ist aus seiner langmonatigen Verletzung wieder zurück. Freue ich mich extrem drauf. Das war ja ein Schlüsselspieler, als wir den geholt haben, bis dann seine Kreuzbandverletzung da reinkam und ihn komplett zurückgedriftet hat. Ne? Und ich freue mich so extrem, den wieder einzusetzen. Das ist so ein geiler Spieler gewesen und ich hoffe so sehr. Wir kennen das ja alle im Fußball. Es kann sein, ne? Da bricht sich irgendjemand einen Fuß, der kommt dann wieder und der spielt nicht mehr so wie vorher. Ich hoffe, das ist bei ihm nicht so der Fall. Ich hoffe, dass er an alte Stärke anknüpfen kann. Das wäre so schade, wenn nicht. Eren Dingshi bleibt selbstverständlich, Njinma bleibt selbstverständlich, Rashica genauso. Ali möchte ich auch mehr einsetzen, zeigt großes Potenzial, zeigt auch wirklich einfach sein Repertoire an Möglichkeiten. Berkey habe ich überlegt zu verkaufen. Der ist ja auch unglücklich bei uns, will mehr Spielzeit und so, aber ich glaube, die können wir ihm nicht ja, bieten, leider. Deswegen packe ich ihn auf die Transferliste und der soll jetzt wieder woanders hingehen. Wir haben auch viele Stürmerpositionen, das sieht man hier nochmal. Marquez haben wir auch nochmal neu mit dazu bekommen, wir haben Roman neu mit dazu bekommen. Also das sind alle Spieler, die seine Position wegnehmen würden. Ja, und das ist soweit jetzt die Verteilung, die ich hier gemacht habe in der Teamzentrale. Wir gehen nochmal ganz kurz rein und schauen, wie viel Geld wir eigentlich haben. Und da sehen wir, 48 Millionen Euro stehen uns im Budget zur Verfügung. Ich habe schon die zweite Mannschaft hier übrigens auch angepasst, das werden wir auch brauchen, um eine Rotation zu ermöglichen. Ja, wir spielen ja Dreierbelastung momentan, Bundesliga, DFB-Pokal plus Europapokal. Da wird es oft Wechsel geben müssen. Und die zweite Mannschaft sieht wie folgt aus. Ich bin soweit ganz zufrieden mit dieser Mannschaft. Es gibt ein paar, die wir hier verleihen, wobei gar nicht wahr, oder? Hier gibt es, glaube ich, keinen, den wir verleihen. Nee, das ist schon mal ganz gut, aber zumindest auf der Bank gibt es welche, die wir verleihen. Und da brauchen wir einfach, ja, wie gesagt, Variabilität. Neue Spieler. Und die will ich auch so ein bisschen über Jugendstab herholen. Hab aber auch welche in der Transferzentrale. Da gucken wir gleich rein. Aber erstmal schicken wir unsere beiden Jugendscouts wieder los. Jemand schrieb nämlich in die Kommentare, such doch mal in den USA und in Paraguay. Ich werde jetzt einfach mal unseren Niederländer Stan Hendricks hier einfach mal nach Paraguay schicken. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wo ist denn Paraguay nochmal? Jetzt müsste man sich mal ein bisschen auskennen hier mit... Bin ich daran schon vorbeigedriftet? Jetzt müsste man sich ein bisschen auskennen. Da bin ich doch goldrichtig. Ich dachte, da war ich nämlich vorhin. Ja, Paraguay halt eben schicken. Wir suchen einfach mal alle mal wieder so durch. Ich mach mal 3 Monate. Ich will nicht so lange jemanden koppeln irgendwie an ein Land, weil ich möchte ein bisschen variabel bleiben, ja, andere Nationalitäten. Und wenn das Stan Hendricks ja sowieso in Südamerika ist, wir haben da noch viele Optionen. Wir schicken ihn dann vielleicht mal nach Brasilien sogar. Kann man ja auch mal jemanden hinschicken und gucken, ob er da jemanden kriegt. Aber erstmal wird's Paraguay sein und den deutschen Milan Busch, der darf mal kurz hier in den USA seinen Urlaub verbringen. Ja, einfach, komm mal. Ja, einfach so rein. Wir suchen mal alles, was geht. Und ich habe es gerade eben kurz nochmal angesprochen gehabt, hier in der Teamzentrale habe ich ja etwas getan. Ich weiß nicht, will ich da jetzt schon drüber? Doch, wir gehen da jetzt schon mal rüber. Ja, wir gehen rein, Teamzentrale. Wir sehen Jan-Niklas Beste. Den will ich eigentlich immer noch sehr gerne verpflichten. Einfach aus dem Grund, weil das ist so der prädestinierte Kaderbreiten-Typ. Gibt es das überhaupt das Wort? Ist halt jemand, der auf der linken Seite alles besetzen kann. Und genauso jemanden brauche ich. Ne, so Flügel, der kann theoretisch auch, wenn wir so ein bisschen... ja, wilder werden wollen im Spiel und die ZOMs vielleicht ein bisschen mehr auf die Flügel versetzen, kann er auch so ein, ja, weiß nicht, so ein leicht breite Zehnerposition auch spielen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und links außen kann er auch als Verteidiger agieren, kein Problem. Also das ist ein sehr variabler Typ, den wir brauchen. Jan-Aurel Bissek wurde mir sehr oft in den Kommentaren vorgeschlagen, will ich auch haben. Junger Innenverteidiger, der wuchtig ist und anscheinend, sagtet ihr zumindest, wahnsinnige Leistung abliefert in der Innenverteidigung. Und deswegen will ich ihn gar nicht missen, sondern ihn auch verpflichten. Dann ist das meiste an Geld aber schon weg, würde ich sagen, wenn wir die beiden verpflichten. Und deswegen habe ich auch freie Spieler hier unten. Und ihr seht, das sind alles Torhüter. Denn mir ist aufgefallen, hier in der Teamzentrale, ich habe mich ein bisschen, wie gesagt, vorbereitet, dass unsere Jugendtorhüter, Konstantin Busch zum Beispiel, den ich ja verkaufen möchte, der hat gar keinen Status mehr und Köhler zeigt großes Potenzial. Ich will aber mehr als das. Ich bin nicht zufrieden damit. Ich kriege den Finger zugestreckt, aber ich möchte die ganze Hand. Und mir reicht es nicht, zeigt großes Potenzial. Ich werde ihn einsetzen, wenn möglich, ja, zum Beispiel im DFB-Pokal über Pavlenka. Aber es hat für mich gerade immer noch keinen Sinn, Jiří Pavlenkas Stammplatz wegzunehmen übrigens. Das ist immer noch ein fantastischer Torwart. Aber wenn ich weiter in die Zukunft schaue, will ich einen anderen haben. Und da wir keinen aus dem Scout ziehen konnten, habe ich mir halt gedacht, gucken wir uns mal so ein bisschen an, welche freien Spieler es da so gibt. Ich möchte gar nicht jetzt über die rübergehen, weil dann werdet ihr ein bisschen zu sehr gespoilert. Das dauert, glaube ich, 12 Tage, dann habe ich die gescoutet und dann schauen wir uns die nochmal genauer selber an. Es sind ungelogen irgendwie nur 2-3 Tage oder so vergangen und sofort kommt so ein Transferangebot reingeblättert. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Real Madrid ist daran interessiert, Kevin Werner zu kaufen. Ich meine, 4 Millionen Euro ist eigentlich eine Beleidigung für das Potenzial, das in Kevin Werner steckt. Aber... nee, das kann ich nur blockieren. Ich will Kevin Werner unbedingt einsetzen. Eigentlich
rein von der Logik her müsste ich wahrscheinlich mit denen verhandeln und so. Weil ein Kevin Werner würde jetzt sagen, bist du bescheuert, Trainer? Warum wechselst, lässt du mich nicht dahin wechseln? Jeder will bei Real Madrid halt eben spielen. Aber irgendwie wäre das auch total dumm. Weil, mal ganz ehrlich, was soll Kevin Werner da bei Real Madrid? Der wird da eh nicht zum Einsatz kommen. Osasuna möchte Jesper Karlsson haben. Der ist gerade aus seiner Verletzungspause zurück. Ihr könnt doch nicht jetzt einfach sofort einen Spieler hier wieder rausnehmen und geben mir Ruben Garcia, 31 Jahre alt. Nein! Nein, der wird nicht wechseln. Außer da kommt jetzt wirklich ein geisteskrankes Angebot mit rein. Aber ich will keinen Ruben Garcia haben und ja dafür unseren Jesper Karlsson hier verlieren. Heidenheim ist daran interessiert, Johann Schneider auszuleihen. Heidenheim ja eine Mannschaft, die nicht mehr in der Bundesliga mit dabei ist, if I remember correctly. Die ist ja, Heidenheim ist ja leider abgestiegen. Wir gehen mal rein, wir delegieren das Ganze und versuchen mal eine Einjahresleihe daraus zu kitzeln. Da kam auch was für Dominik Schmidt rein. Und zwar möchte... Was ist das denn? Vavakas Fatih Karagümrük SK. Also wenn du einen Clubnamen haben möchtest, ne? Der auf keinen Fanschal passt, dann weißt du schon mal Bescheid. Da gehen wir natürlich in die Verhandlung rein, oder? Was sagt ihr hier bis 1,5 Millionen Euro? Ja, wir wollen den eigentlich für ein bisschen mehr, ne? Wir gucken mal, ob wir 2 Millionen Euro zumindest für ihn rausbekommen können. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld die haben, wie die im Saft stehen. Da, die türkische Mannschaft da. Aber wir versuchen es mal mit 2 Millionen Euro und gucken mal, wo wir damit landen werden. Oh, nimm es einfach direkt an. Okay, ja, bin ich mit einverstanden. Dominik Schmidt hat ja nicht mehr großes Potenzial. Und wenn er dann dahin wechseln kann und sich vielleicht dann in der Türkei verbessern kann. Ich wünsche meinen Spielern ja nur das Beste. Ist ja nicht so, dass ich mit irgendjemandem auf dem Kriegsfuß bin oder so. Sondern ich will ja auch, dass die eine ganz tolle Karriere halt eben haben. Aber Schneider scheint wohl ziemlich, ziemlich beliebt zu sein. Wir sehen nämlich die Young Boys aus Dachschwitz. Wollen ihn auch haben. Dann gehen wir auch direkt, delegieren das auf eine Einjahresleihe. Jansson möchte jemand haben. Nein, das gibt's ja gar nicht. Und der geht sogar zurück in die Heimat. Ja klar, hier annehmen. Natürlich. Das würde ich ihm mega gönnen. Finde ich total interessant, dass der überhaupt ein Angebot bekommt. Also sorry, aber damit habe ich nicht gerechnet. Anscheinend scheinen wirklich ziemlich viele Spieler aus meiner Mannschaft hier irgendwie, ja, ziemlich beliebt zu sein, wa? Gent möchte Lausen haben. Den haben wir, glaube ich, auch auf der Leihliste halt eben stehen. Aber die wollen alle immer mit Kauf machen. Nein, Freunde, das gibt's nicht. Einjahresleihe all the way. Oder sonst gibt's hier nichts. Ich sehe schon Transferangebot für Kalajdzic. Ich krieg, soll jetzt schon Pipi in den Augen kriegen. Berkey erstmal ist ganz cool. Las Palmas, ne? Berkey wird sich freuen. Ne? Urlaub quasi da machen. Muss ich, glaube ich, auch sofort annehmen. Die overpayen so ein bisschen. Wobei, nee, wir verhandeln nochmal ein bisschen. Frankfurt war das mit Kalajdzic. Seid ihr verrückt. Wir gucken nochmal. Vielleicht kriegen wir ja wirklich irgendwie 3 Millionen Euro daraus, ja? Berkey ist ein guter Spieler. Wir haben den eingesetzt als Auswechselspieler und der hat seine Tore erzielt. Jo, sind sofort mit einverstanden. Cool. Also Berkey auch nochmal für ein bisschen Kleingeld wechselt. Freut mich sehr. Kalajdzic, Alter, 33 Millionen Euro. Okay. Da haben wir jetzt mal ein Angebot, ja? Also, Sascha Kalajdzic. Was würde im Real Life passieren, wenn Frankfurt anklopft und sagt, hey, wir hätten gerne Sascha Kalajdzic von euch Bremern? Sascha Kalajdzic ist ein Spieler gewesen, der war in der Top 3 der Torjäger in der letzten Saison. Da nickt der sogar da rechts. Habt ihr es gesehen? Da nickt der sogar, während ich ihn da präsentiert habe. So. Der hat einen 26 Millionen Euro Marktwert. Die machen 33 Millionen Euro. Wir müssen, glaube ich, in die Verhandlungen reingehen. Es würde auch irgendwie Sinn ergeben, wenn er für gutes Geld auch wechseln würde. Wir machen mal 42,5, ja, das wollte ich natürlich. 42,4 Millionen Euro. Ich glaube, jetzt springen sie sofort aus dem Angebot raus. Ey, aber dann hätten wir ein Budget von 90 Millionen Euro. Dann würde ich sagen, scheiß auf Kalajdzic. Ich meine, der war, na, wir machen mal ein bisschen runter noch. Wir dürfen nicht vergessen, der war in der Top 3 der Torjägerliste in der Bundesliga. Also der ist schon einige Pennies wert. Oh mein Gott, nein! Oh, scheiße! Okay, die wollen unbedingt einen neuen Stürmer haben. Die nehmen 40 Millionen Euro an. Das ist unfassbar. Das sind fast 20 Millionen Euro mehr, als sein, was sein Marktwert ist. Der ist 28 Jahre alt. Krass. Wir waren quasi die Sprungschanze für Kalajdzic. Wobei, ich weiß gar nicht, welche Platzierung hat Frankfurt in der letzten Saison überhaupt bekommen. Na, aber es würde, glaube ich, also, um jetzt wieder über den Realismus zu sprechen, es würde auch Sinn ergeben, wenn Kalajdzic uns halt eben wechselt, wenn so eine Summe im Raum steht. Also, wir wären ja absolut dämlich, wenn wir das nicht annehmen würden. Wir brauchen zwar Spieler, ne, wie gesagt, die Dreierbelastung. Doch, ich dachte gerade, er ist das direkt. Die Dreierbelastung. Aber wenn wir so viel Geld bekommen, dann haben wir so endlose Möglichkeiten fast schon, um ihn zu ersetzen. Das ist jetzt ein bisschen lustig. Wir können jetzt mehr oder weniger entscheiden, wo es für Schneider hingeht. Entweder in die Schweiz zu den Young Boys oder nach Deutschland Heidenheim.
Ja, das ist jetzt ganz interessant, ne, was man hier machen kann, weil beide haben angenommen. Wo hätte ich den jetzt lieber? Die Sache ist, ich verbinde mit Young Boys nicht so viel wie mit Heidenheim. Oder ich überlasse ihnen vielleicht sogar die... Nee, das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können. Ich überlasse ihnen einfach die Entscheidung. Ich glaube, ich will gar nicht der Entscheidungsträger sein. Mit beiden bin ich ja einverstanden. Jetzt muss Schneider da zu Hause sich mal mit seinen Eltern zusammensetzen und mal überlegen, was der hier machen möchte. Konstantin Busch, schön. Wechselt. Nehme ich auch einfach an, der ist nicht viel wert leider, sein Potenzial ist ja leider abgesunken, woher auch immer, ne, sodass er uns ein paar Pennies zumindest gibt, damit bin ich zufrieden. Jankovic, Rio Ave, Rio Ave, wer auch immer, ja, dann sieht er halt ein bisschen die Welt, klar, den wollen wir ja auch verleihen, also warum denn auch nicht. Positionswechseloption bei Rivera, stimmt, wir haben ja noch zwei Kolumbianer hier sitzen, mal gucken, wo es für ihn hingeht. Huch, sein Potenzial ist immer noch geil, ne? Aber ich finde das echt komisch. Das sind echt interessante Personalie, diese Rivera, ne? Sein Potenzial ist geisteskrank, aber der steigt irgendwie nicht in der Gesamtstärke. Wir lassen ihn noch so ein bisschen wachsen und gedeihen, würde ich sagen, hier in der Jugendzentrale. Machen mal, okay, der erreicht jetzt gleich aber zumindest die 55. Das ist ja irgendwie besser als gar nichts, aber naja, weiß ich noch nicht so ganz genau, wo es für ihn hingeht. Und bei ihm finde ich es sowieso mega komisch, dass der Typ 65 Gesamtstärke hat, 17 Jahre alt ist. Also normalerweise müsste der ein Potenzial bis 90 haben, aber der hat nur bis 82. So strange. Den werde ich mal befördern und direkt verleihen, würde ich sagen. Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann. Weil vielleicht kriegt er dann nochmal einen Potenzial-Boost, je nachdem, wie er sich dann da schlägt. Also der kommt jetzt erstmal rein, freut sich wahrscheinlich, denkt sich so, wow, ich habe es endlich geschafft. Und dann, ja, instant auf die Leihliste gesetzt. Wobei, damit ist er wahrscheinlich auch einverstanden. Damit er so, um die Geschichte zu vollenden, um sagen zu können, dann werde ich als Sieger zurückkommen. Ist das Karajic? Nee, das ist Burke. Oliver Burke hier also. Schade, dass es für ihn halt eben gehen muss. Ich mag ihn auch vom Charakter her. Aber, naja, was soll ich sagen, ne? Wir brauchen ihn nicht unbedingt. Der hat zwar auch Leistung erbracht, wenn wir ihn eingesetzt haben, hat er ja seine Tore gemacht, aber er ist gesamt nicht gut genug, um bei uns oft zum Einsatz zu kommen. Ich warte auf diese dicke Bombe, ne, von Kalajdzic, die da auf uns wartet. Ich warte nur darauf, bis es da steht. Oh, guck mal, Freigabesumme für Opitz. Der hatte noch eine Freigabesumme. San Luis, ja, Opitz, viel Erfolg da in Amerika. Kannst unseren Scout da mal Bescheid geben, kannst ihm mal Hallo sagen. Gent möchte Lausen auch holen. Also Lausen scheint auch wohl sehr beliebt zu sein. Verhandeln. Nee, warte. Nee, ein Jahr war richtig. Nein. Akzeptieren. Gott, ich bin da jetzt nur hingefahren, um zu akzeptieren. Jetzt wegen Gehalt unterhalten wir uns mal so ein bisschen. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. 330 Euro, die haben wir ja wohl. Die akzeptieren wir einfach mal. Gut, dann wird Lausen anscheinend nach Gent halt eben wechseln. Spielerchat. Ach, der hat davon geträumt, sag ich ja. Der freut sich wahrscheinlich und denkt sich so, endlich habe ich es geschafft. Und jetzt direkt verliehen. Jansson verlässt uns auch. Wirklich ein lustiger Spieler. Wie wir den bekommen haben, ist eine total geile Geschichte. Aber freut mich auch trotzdem spielerisch auch für ihn. Ach, Konstantin Busch ist auch weg. Freut mich trotzdem für ihn, dass es für ihn auch noch einen guten Weg gefunden hat. In seiner Heimat kann er jetzt noch mal ein bisschen rumkicken und sowas. Der ist ja bei uns nur versauert. Das will ja auch keiner. Also die beiden sind weg. Rio Elf hat hier akzeptiert. Da gehen wir auch schon mal direkt rein. Akzeptieren das. Lausen sehen wir schon. West Bromwich. Warum auch immer West Bromwich den haben möchte, aber... meinetwegen geht's halt auf die Insel für ihn. Wir simulieren mal weiter. Die Sache ist, ich brauche das gar nicht rauscutten, weil jedes Mal, wenn ich hier auf weiter drücke, ihr seht's ja, instant wieder neue Nachrichten, die reingeflogen kommen. Ist das Kalajdzic? Wow, das ist Kalajdzic! Oh mein Gott! Heilige Scheiße! Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen so ein Muster geworden in unserer Karriere, ne? Dass am Anfang einer jeden Saison die krassesten Transfers durchgeführt werden, womit niemand vorher gerechnet hat. Es tut mir so leid für Kalajdzic, aber es ergibt halt nur Sinn. Ja, er wechselt auch nur innerhalb der Bundesliga nach Frankfurt. Aber wenn sie uns so viel Geld bieten, sorry, ich kann das nur annehmen. Ach klar, und es wird Schneider gezeigt, weil es halt den wichtigeren Spieler von den beiden, die hier gewechselt sind. Wie dumm. Ja, das ist, geht nicht anders. Boah, da ist er. 40,3 Millionen Euro. Wir haben jetzt so viel Spielraum für neuen Stürmer. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Was sagt hier die Preisbewertung? Das Beste rausgeholt. Wir hätten sogar 47 Millionen Euro rausholen können. Seid ihr denn des Wahnsinns? Stell dir mal vor, so viel Asche. Hätte ich wirklich hochgehen können, ne? Ich hatte ja zu Anfang 43 Millionen Euro da drin gehabt. Hätte man wahrscheinlich machen können. Und 34 Millionen Euro sind wir jetzt betucht und kommt rein bei uns in die Kasse. Ich glaube jetzt... Alter, 90 Millionen Euro! Wow! Ja, eigentlich will ich die Folge hier beenden und warten, bis ich die Kommentare von euch lese. Ich will jetzt hier gar nichts irgendwie machen oder sowas, weil das ist so viel Asche. Wir brauchen einen neuen Stürmer, dass ihr mir irgendeinen Stürmer hier vorschlagt oder so. Das ist ja das Beste, was ich mache. Wie mache ich denn das jetzt? Also, was wir erstmal machen können in der Transferzentrale, ist hier erstmal den Bissek holen, weil das Geld haben wir jetzt. Da brauchen wir jetzt hier nicht einen Hehl drum machen. Transfersumme anbieten. Wir gehen mal mit seinem Marktwert und 1 Million Euro plus. Wir dürfen hier nicht vergessen, das ist kein dreistes Angebot. Das ist sein Marktwert. Er nimmt einfach instant an.
Der ist doch 24 Jahre alt. Wieso nimmst du das denn instant an? Okay, das Geld haben wir ja sowieso. Gut, sofort Besteck holen. Klar, verhandeln. Ich will mich gar nicht beschweren, ist geil. Er wird natürlich ein Schlüsselspieler sein. Ja, sagt er auch direkt. Oh, der verdient ein bisschen zu viel Geld. Ich hoffe, der kann bei uns ein bisschen runtergehen. Wenn wir den für 4 Jahre festigen, können wir das sehr cool. Auch für zukünftige Verhandlungen. Der möchte keine Freigabesumme. So muss das. Von Anfang an, ich glaube, das ist ein Typ für Werder Bremen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und Gehalt darf ich vorschlagen. Also die Sache ist, Kalajdzic hatte bei uns, was stand da gerade, irgendwie 46.000 Euro verdient. So. Der ist nicht ganz Superstar wie Kalajdzic, kommt aber aus der italienischen Liga, wo er ein bisschen mehr verdient als hier bei uns. Ich mach mal 45.000 Euro, um so ein bisschen in Kalajdzic-Region zu sein. 100.000 Euro Handgeld und guck mal, was er dazu sagt. So, das ist unfassbar. Das ist ja wirklich unfassbar, was für geile Transfers hier wieder durchgeführt werden. Da ist Bissek jetzt Teil von unserem Team. Ist das nicht schön? Kleiner Rückschlag gewesen mit Kalajdzic, nur um jetzt einen Bissek-Leben zu holen. Es gibt Up and Downs. Ist einfach so. Es fehlt jetzt zwar immer noch ein Stürmer, ne, von seiner Qualität. Aber das, was ja noch nicht ist, kann ja noch werden. Boah, ich find's immer noch so krass, dass Kalajdzic weggegangen ist, ne? Aber für extrem viel Asche halt. Darf man nicht vergessen. Wir haben sogar Maximum aus diesem Deal herausgeholt. Krass. Direkt das Beste. Aber apropos Beste, lol. Apropos Beste. Jan-Niklas Beste. Brauchen wir auch. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Brauchen wir auch. Sein Marktwert ist auch nicht so krass. Nein, wir werden aber in die Vereinsverhandlungen reingehen. Da brauchen wir auch nicht so viel Geld investieren. Also es bleibt noch genug Geld für einen neuen Stürmer halt eben übrig. Sein Marktwert ist 11 Millionen Euro. 11,5 Millionen Euro. Wir machen mal 11,75 und schauen mal, was dazu gesagt wird. Wie gesagt, ja, die nehmen einfach alles an hier von uns. Und wie gesagt, wir müssen uns ja überhaupt gar nicht hier Sorgen machen oder sowas. Wir haben das Geld halt. Heidenheim. Die sind doch nicht mehr in der Bundesliga, oder? Oder habe ich das, verwechsel ich die gerade irgendwie mit einer anderen Mannschaft? Oder sind die hier noch? Nein, genau, die sind in der zweiten Liga. Und die kriegen in der zweiten Liga gerade einen Spieler weg für fast 12 Millionen Euro. Die müssen sich, glaube ich, extrem freuen. Das Geld können die echt gut gebrauchen in der zweiten Liga. Geil. Beste, der freut sich auch, oder nicht? Jan-Niklas Beste wieder zurück zu Bremer Zeiten und so weiter. Ne? Ein alter Bremer gewesen. Der muss sich doch freuen, wenn er wieder zurückkommt. Ich hoffe, der ist mit Rotation einverstanden. Sonst wichtig. Okay. Wichtig ist auch in Ordnung, weil wir können die nicht so viel Spielzeit, glaube ich, anbieten. Da machen wir es halt mit wichtig. Vertragsdauer, mal wieder gucken, ob wir ihn für 4 Jahre festigen können. Das ist gut so. Freigabesumme übergehen wir. Das wird's nicht geben, mein Freund. Also du kommst hier nur an die Weser ohne Freigabesumme. Ich gehe diesen Fehler nie wieder ein. Und er hat schon direkt Forderungen. Aber er will weniger Er will weniger verdienen als bei Heidenheim. Hä? Was ist das denn für eine Logik? Pass auf, wir passen das mal ein bisschen an. Du kriegst ein bisschen mehr als das, was du haben möchtest. Aber dafür deinen Einstiegsbonus machen wir auch bei 100.000 Euro Handgeld, ja? Dafür kriegst du aber ein bisschen mehr Gehalt. Wöchentlich. Ist damit einverstanden. Schönes Ding, ey. Die Transfers, die laufen jetzt schon wieder. Ein bisschen zu gut, um ehrlich zu sein. Da muss es noch einen Rückschlag geben. Gibt's irgendjemanden, der hier noch in der Mannschaft... Ups. Gibt's hier irgendjemanden in der Mannschaft, der noch irgendwie eine Freigabesumme hat oder so, der uns gleich vor unseren Augen hier weggenommen wird? Auch wieder bestmöglichen Deal rausgeholt. Das sind Zahlen, die ich so gerne sehe. Oh, jetzt habe ich auch ein bisschen die Torhüter hier gespoilert. Schön. Trainingsplan, genau, gehen wir auch gleich nochmal rein, aber das mache ich eben außerhalb hier von der Aufnahme. Und gerade die Premier League Clubs, die sind irgendwie geil auf unsere Spieler. Watford kommt jetzt auch um die Ecke und, oder sind die gerade noch in der Premier League? Ich weiß jetzt nicht, ich weiß ja nicht, wer in der Premier League jetzt gerade mit dabei ist, aber zumindest einen englischen Verein, den man kennt mit Prestigeträchtigkeit. So, delegieren das Ganze, ein Jahr geht da rein. Serrano hat jetzt schon einen Marktwert von 1,4 Millionen Euro, was sehr cool ist. Wir können ihn also theoretisch auch weiterverkaufen und auch relativ gutes Geld machen. Und hier sind auch schon die Abschlussberichte zu den ganzen Torhütern, die ich da zusammengesucht habe. Und das finde ich sehr gut, weil jetzt müssen wir hier eine wichtige Entscheidung treffen. Ich würde sehr gerne Köhler einsetzen, weil der dann aus der eigenen Jugend quasi stammt. Aber wir haben nicht die besten Torhüter leider gescoutet mit Köhler und der Konstantin Busch, der uns jetzt verlassen hat halt eben. Auch wenn Köhler auf dem Papier super nach super Potenzial aussieht, ne? Hechten und Abschlag ist schon geisteskrank bei ihm, keine Frage. Reflex und Fangsicherheit, da darf er sich auch irgendwie nicht schüchtern mitfühlen, das ist auch ziemlich gut. Hat er aber leider nur, zeigt großes Potenzial und wie gesagt, das reicht mir halt eben nicht. Und ich habe hier Torhüter gefunden, die potenziell zumindest, und das werde ich jetzt halt sehen mit dem Scouting-Beitrag, die potenziell besser sein können als der Köhler. Und da gucken wir rein. Ja, gut, alles klar, sind sie. Und wie? Ach du Scheiße. Gut. Iñaki Bernal, 74 jetzt schon. 19 Jahre jung, hat 2 Spielstile und die Werte sind ja wirklich geil, ne?
Hansen hier, Morten Hansen, würde als Däne noch ein bisschen mehr Sinn ergeben, wenn er bei uns auch wirklich spielt. Hat auch noch einen Spielstil und so weiter. Ist auch ein großer Torwart. Ich mag das ja, dieser Iñaki ist ja nicht so groß mit 1,85 Meter. Und dann noch Kaczmarek in Polen. Der ist halt 16 Jahre jung und hat jetzt schon eine 69 Stärke. Und ich glaube, ich kann die sogar, glaube ich, alle verpflichten. Dann, pass auf, haltet mich für verrückt, ja, das werdet ihr auch wahrscheinlich tun, weil dann werden wir das jetzt schon mal sofort so durchführen. In der Teamzentrale werde ich Köhler jetzt nun auch auf die Transferliste setzen. Es tut mir wirklich leid, auch ein bisschen im Herzen, weil ich habe echt hohe Erwartungen an die gehabt, nachdem ich sie ja zu Saint-Gilloise geschickt habe. Transferzentrale und ich glaube, ich hole alle. Und ich werde gucken, vor allen Dingen auch, was die für einen Marktwert haben. Vor allen Dingen, was für ein Potenzial die haben in der Teamzentrale. Ich werde welche verleihen und ich werde welche vielleicht sogar verkaufen. Meine Strategie dahinter ist, dass wir auch ein bisschen Geld mit denen machen können. Und vielleicht, wir haben damit die Möglichkeit, gute Torhüter in die Welt zu setzen, wenn ihr versteht, was ich meine. Vielleicht treffen wir irgendwann auf die in der Europa League oder wo auch immer. Deswegen, ich werde die, glaube ich, jetzt alle hier... Der hat schon einen Marktwert von 4,5 Millionen Euro. 4,1 Millionen Euro. 2,5 Millionen Euro. Ich hole die alle. Ich hole die alle. Werder Bremen hat das damals auch mal gemacht mit dem Killing Spree. Also so unrealistisch ist das gar nicht. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als wir Pavlenka, Zetterer, Dos Santos, Mio Backhaus und Lord hatten in der Mannschaft? Das sind viel zu viele Torhüter. Ich weiß ja, manche davon waren in der zweiten Mannschaft, ja, versteht mich nicht falsch. Aber trotzdem, auch Werder Bremen war mal on the Killing Spree, was das angeht. Sporadisch, mal gucken, ist er damit einverstanden? Oh, der will die. Oh, okay, der hat schon höhere Ansprüche. Mag ich aber. Gute Mentalität aus Spanien, ne? 5 Jahre will er direkt haben, auch sehr cool. Freigabesumme gibt's auf gar keinen Fall. Ist er auch mit einverstanden und wir sehen 6.000 Euro Einstiegsbonus ist bei 52.000 Euro, nehme ich sofort an. Damit kann ich absolut leben und damit haben wir den ersten Starboy auch verpflichtet. Das ist jetzt so ein bisschen die Geschichte, wie Werder Bremen Kohle macht mit Jugendspielern. Das ist so ein Pyramiden-Style, weißt du, wir kaufen uns krasse Jugendspieler als freie Spieler auf und verkaufen die einfach weiter, um Profit zu machen. Ist das nicht geil? So, Morten Hansen, direkt auch kontaktieren. Da gehen wir auch direkt rein. Mal gucken, Perspektivspieler sogar maybe bei ihm. Sporadisch will er haben mindestens. Kann ich auch auf jeden Fall mit leben. Wir gucken mal, dass wir ihn auch 5 Jahre festigen können. Das ist auch mal ganz gut dann eigentlich in den Gesprächen, wenn ich den... Nein, gibt's nicht. In den Gesprächen, wenn ich den mal weiterverkaufen möchte, dann steht da bei ihm, dass er 5 Jahre bei uns... Gehalt 400 Euro! Das ist weniger, als wenn ich einen Spieler von den Jugendscouts übernehme. Die kriegen alle 500. Er ist auf jeden Fall bodenständig. Okay, das killt mich gerade. Das kam aus nichts. 400 Euro, hä? Wie, nein. Also ich will nicht so fies sein, komm. Du kriegst wenigstens 800 Euro. Der muss ja ein richtig scheiß Potenzial haben, oder nicht? Wenn er sowas hier verdienen möchte. Ach komm, ja. Das ist sympathisch. Finde ich cool. Auch der nächste. Wir holen uns jetzt so viele Torhüter hier, bis es keine mehr gibt auf dem Markt. Was haltet ihr davon? Auweia. Ich habe mit einigen gerechnet, aber nicht mit sowas hier. So, weiter. Kaczmarek, der nächste. Der Pole. Der ist 16 Jahre jung, dürfen wir nicht vergessen, steht kurz vor der 70 Stärke, also der könnte wirklich ein sehr knackiges Potenzial haben und ich bin ja auch ein Fan davon, dass wir Polen bei uns in der Mannschaft haben, da ich auch, wie gesagt, selber ja auch Pole bin. Wollen aber alle sporadisch hier mindestens haben, na gut, kann ich auch irgendwie nachvollziehen, Vertragsdauer aber alle auf 5 Jahre, schön lange festigen bei uns, der möchte keine Freigabesumme, sehr sympathisch und Gehalt schon wieder 400 Euro, ich check das nicht. So, wir machen jetzt hier aber auch 800 Euro, ne? Wir wollen ja nicht so sein. Wir können die jetzt hier nicht, weißt du, unter Mindestlohn bei uns ackern lassen. Da muss schon ein bisschen mehr halt eben für die sein. Ja, andere Vorstellungen sagt der, weißt du, weil ich sein Gehalt verdoppelt habe. What the fuck? Cool. Und jetzt gucken wir gemeinsam auf das Potenzial der Spieler. Da bin ich extrem gespannt bei, was das Potenzial so von denen zu sagen hat. Wir sehen nochmal ein paar, genau, neuen Trainingsplan und so weiter. Die Jugendarbeit haben wir schon direkt geschafft. Sehr schön, Vorstand ist sehr zufrieden mit uns, gut gemacht. Alles wird hier, okay, das finde ich ziemlich gut, also hat sich das auch noch groß für uns gelohnt. Und ja, wir gehen jetzt rein, Teamzentrale und schauen, was die Spieler hier so zu sagen haben. Iñaki zeigt großes Potenzial, Kaczmarek zeigt gar nichts und er zeigt auch nur großes Potenzial. Das meinte ich, das ist echt schwierig, einen Weltklasse-Torhüter zu finden. Das ist genau das, was ich halt meinte. Also passt auf. Köhler, wie gesagt, der ist auf der Transferliste. Dann wird Benyal unser Torhüter 2.0 dann sein. Kaczmarek auf die Leihliste und Hansen auch auf die Leihliste. Und ich hoffe, die beiden kriegen auch ordentlich Spielpraxis, sodass vielleicht deren Status nochmal höher halt eben geht. Aber Iñaki Bernal wird dann unser zweiter Keeper sein, den wir versuchen, zu einem richtig geilen Keeper bei uns hochzuarbeiten, wenn ihr versteht, was ich meine.
Aber auch die Bundesligisten haben irgendwie Gefallen an unsere Spieler bekommen. Jetzt kommt Augsburg und möchte Ilias Ali verpflichten. Den werde ich aber nicht gehen lassen. Ich schneide das ja auch rein, damit ihr darüber Bescheid wisst. Mit ihm rechne ich auch. Sehr offensiv, vielseitig einsetzbar. Flügel, ein bisschen zurückgestellter als rechter Mittelfeldspieler oder auch als Stürmer direkt einsetzbar. Und den will ich nicht gehen lassen. Vielleicht können sie nochmal nächstes Jahr anklopfen, wenn er sich weiter verbessert hat und die das nötige Kleingeld für ihn überhaupt im Portemonnaie haben. Aber jetzt wird das nichts. Also den will ich unbedingt behalten. So, wir können jetzt nochmal hier ins Vorbereitungsturnier. Da will ich ja unbedingt dran teilnehmen. Ich möchte meine Mannschaft hier, bevor es in die Saison reingeht, nochmal getestet haben. Ich glaube, einfach das möglichst beste Preisgeld irgendwie rausziehen, ist ganz okay für uns. Und dann können wir uns auch so ein bisschen gegen internationale Mannschaften prüfen. Wird ja sehr wichtig in dieser Saison. Im Posteingang schwebt noch ein bisschen was rum. Haben wir schon gesehen gehabt. Kaschmarek gibt's direkt. Hoffenheim möchte direkt Kaschmarek leihen. Die Angst, die ich habe bei Hoffenheim, ist dann aber nur, dass er nicht zum Einsatz halt kommt. Ne? Wird er bei Hoffenheim die Einsatzzeit bekommen? Ich meine, ich werde es trotzdem machen, wenn es vernünftig wird, aber wir sehen es ja jetzt gleich. Serrano-Leihe gibt es eine Übereinkunft. Nach Argentinien ist das wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Das wäre ja auch schön, wenn er Spielpraxis bekommt. Und Köhler gibt es direkt Swansea City, also mal wieder aus der Insel. Ich sag ja wirklich, die sind alle irgendwie interessiert an unseren Spielern hier. Köhler direkt, aber dafür... Ah, nein! Oh, nein! Oh, ich habe... Ich habe zweimal runtergedrückt, ja. Ich habe zweimal runtergedrückt. Ich wollte das nicht ablehnen. Scheiße, aber da kommt bestimmt noch irgendwas Neues rein. Sag ich ja, zwei Tage später, Casapia, AC. Da kann er sowieso besser spielen als bei Swansea. Ja, ich wusste es. Und die bieten direkt mehr Geld. Okay, ich möchte noch ein bisschen was rauskratzen. Wir gucken mal, ob wir 3 Millionen Euro hier bekommen werden. Ich wusste es einfach, ja. Es war kein Fehler von mir, das abzulehnen. So, 3 Millionen Euro. Sind sie direkt mit einverstanden. Schön. Dann kriegen wir nochmal ein bisschen mehr Kleingeld für ihn, das ist auch was ganz Tolles. Und gleich das Vorbereitungsturnier, da bin ich extrem gespannt, ne? Vor allem, was so die neue Mannschaft, die wir jetzt hier aufgestellt haben, sozusagen haben. Oh, Frankfurt möchte Hansen holen? Warum wollen die ganzen Bundesligisten meine Keeper jetzt auf einmal haben? Ja, wir delegieren das auch. Dann irgendwann, was ist das hier? Da hast du, dann sehen wir irgendwann unseren Kalajdzic bei Frankfurt da auflaufen, den Hansen bei Frankfurt auflaufen, Kaschmarek dann bei Hoffenheim. Also, wenn sie spielen, ich hoffe natürlich, dass sie spielen. Köhler. Kam auch direkt ein neuer halt eben rein. AGF Aarhus, das ist Dänemark. Verhandeln wir auch mal. Das darf dann am Ende Köhler entscheiden, wo er spielen möchte. Wenn er da in Dänemark spielen möchte, dann machen wir das halt so. Ich möchte aber trotzdem hier für Gleichberechtigung sorgen. Alle sollen den für 3 Millionen Euro nehmen wollen, die den haben wollen. Deswegen haben wir auch da wieder ein Angebot für 3 Millionen Euro mit rein. Simulieren mal wieder weiter. Wir kommen ja nicht mal zu den Spielen, das ist das Problem. Wir kommen da nicht mal hin, weil hier so viele News reinfliegen. Also Kaschmarek zu Hoffenheim. Ergibt das Sinn? Die Sache ist, ich habe da wirklich Angst vor, dass er keine Spielpraxis bekommt und dann nicht besser wird. Wen haben sie denn da so? Wir gucken, wo ist das nochmal? Teamstatistik, glaube ich, war das. Und dann gehen wir in die Bundesliga. Ich glaube, so kommt man das anschauen. Nach unten zu TSG Hoffenheim, genau. Ach, die haben nur zwei. Ronno, klar, kennt man. Sieht man auch, was für eine Stärke der hat? Nee, leider nicht. Und Luca Philipp. Sehe ich jetzt auch nicht die Stärke. Ist 24 Jahre alt. Also er könnte vielleicht doch Spielpraxis bekommen, weil vielleicht ist Ronno den einfach zu alt geworden, I guess. Eintracht Frankfurt, wen haben wir da? Graal, kennt man auch soweit. Trapp ist da nicht mehr mit dabei. Aber die haben genug. Anthony Lopez. 82 Stärke. Bei dem wissen wir es nicht. Simoni ist auch ein Jugendkeeper. Santos wahrscheinlich auch. Also Eintracht Frankfurt wird keinen Keeper von uns bekommen. Daher gibt das für mich keinen Sinn. Hoffenheim, ja. Auch nach Prüfen ist in Ordnung. Augsburg will Rashica haben sich da. Wie geil ist das denn? Warte, also erstmal Kaschmarek. Das nehme ich an, aber Hansen kriegen sie hier nicht. Guck mal. Die sind ja geil. Das unterstützt. Ich bin zwar kein Augsburg-Fan, aber eigentlich nur wegen Gikiewicz. Aber passt mal auf, ne? Ich habe Ali abgelehnt als rechter Flügelspieler weiterhin und die dann so, na das ist jetzt aber blöd. Wen haben sie denn da noch zum nächsten rechten Flügelspieler? Ach, das ist ja cool, aber nein, auch Rashica wird, sorry, das ist nichts Persönliches, ja, Augsburg. Es klingt zwar so, ich weiß nicht, habe ich Augsburg-Fans hier auch, die meine Videos schauen? Wenn ja, dann melde dich gerne. Das ist nichts gegen deinen Verein per se, okay? Aber ich kann... Das ist echt lustig. Ich kann die beiden Spieler nicht gehen lassen. So, Serrano hat sich für Defensa entschieden. Das ist nach Argentinien. Da kamen auch andere Angebote rein. Die hat er anscheinend wohl alle abgelehnt. Köhler verlässt uns nach Casapia. Also geht für ihn nicht nach Dänemark. Auch in Ordnung, muss er halt eben wissen. Ein bisschen Geld kriegen wir da auch nochmal. Ne? Kleinvieh macht auch Mist.
Da sieht man schon Stillstand bei Verhandlungen. Genau, AGF wird es halt eben dann nicht sein. Und wir sehen hier, Serrano hat Watford abgelehnt. Also schon der zweite englische Club, der von unseren Spielern hier abgelehnt wurde. Das ist wohl nicht so ganz beliebt. Ja, Frankfurt, es tut mir wirklich leid, aber ihr werdet Hansen nicht bekommen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich will, dass meine Keeper natürlich Spielpraxis bekommen. Und das wird so halt eben nichts. Oh Gott, oh nee! Und auch noch Arsenal! Ich sag ja, das ist... Also... Anfänge meiner Saisons. Das ist so krass, ne? Das ist eine Achterbahn der Gefühle. Unfassbar. Ich muss in die Verhandlungen ja reingehen. Das ist das Problem. Ich habe keine andere Wahl. Wenn Arsenal anklopft, 40 Millionen Euro bietet für Skelly, ich will ihn nicht gehen lassen. Der ist 22 Jahre jung. Das ist ein Weltklasse-Außenverteidiger, der bei uns spielt, bei Werder Bremen. Also es ergibt nur Sinn, wenn er auch wechselt zu einer Mannschaft wie Arsenal. Sorry. Ich weiß, die Problematik, die ich hier habe, ist meistens, ich will es allen Leuten recht machen, das geht natürlich nicht. Und es gibt viele Leute, die dann sagen, verkauf doch nicht Skelly, bist du dumm. Weil Skelly ist ja ein super starker Spieler. Ich könnte einfach ablehnen und sagen, nein. Aber ich will das ja realistisch halten. Ich wiederhole das sehr häufig, weil viele Leute das wahrscheinlich noch nicht so ganz verstehen. Und stellt euch das im Real Life vor, du hast Joe Skelly, der, das kann man ja wirklich sagen, einer der besten Außenverteidiger ist im Spiel, gerade. Und der spielt bei Werder Bremen. Wir sind in der Europa League gerade mal. Und dann kommt eine Mannschaft wie Arsenal, bietet 40 Millionen Euro auf den Tisch. Das wird Werder Bremen immer annehmen. So, wir können aber auch ein bisschen highballen, haben wir rausgefunden. Von daher, ich mach mal 15 Millionen Euro und guck mal, was sie dazu sagen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben fast 100 Millionen Euro gemacht. Das glaube ich nicht. Mit Skelly und Kalajdzic. Heilige Scheiße, Mann. Ja, das musste gemacht werden. 50 Millionen Euro, was ein Königstransfer. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Und dann brauchen wir auch einen neuen Außenverteidiger. Dann wird die heutige Episode nur daraus bestehen, dass ich hier mit euch gemeinsam... Also, es wird kein Spiel heute geben, ne? Das ist euch hoffentlich bewusst. Das ist wahrscheinlich eine Podcast-Episode jetzt für euch heute. Weil ihr könnt das jetzt nebenbei hier anlassen. Es wird heute keinen Spieltag, glaube ich, geben. Weil... Ich brauche eure Kommentare. Ich brauche Spieler. Wir haben Skelly verkauft. Wir haben fucking Kalajdzic verkauft. Und warum hat Karlsson eine rote Karte? Was hat denn der gemacht, als der verletzt war? Hat der einen Doktor angegriffen oder so? Wie kommt das jetzt zustande? Oh, das ist ja alles viel zu viel. Spieltag gegen Luton Town. Da gehen wir natürlich rein. Also nicht selber, sondern ja, mit der Mannschaft hier. Ja gut, schade um Karlsson, aber Beste kriegt dann die Möglichkeit, sich zu beweisen. Freut mich, stimmt, Beste haben wir ja auch bekommen. Stimmt, genauso wie Bissek. Also ich muss die beiden unbedingt spielen lassen. So bei Bissek, das ist mir egal, oben rechts. Bei Bissek ist jetzt die Frage, für Friedl oder für Dardai. Aber ich glaube, das fällt auf Friedl. Ich glaube, Friedl wird für Bissek weichen müssen und Dardai und Bissek bilden jetzt unsere Innenverteidigung. Der Grund dafür ist, dass Dardai der bessere Verteidiger ist einfach. Das ist hier, Punkt, aus Ende. Ist halt so. Ali setze ich mal von Anfang an ein. Ich bin sehr gespannt auf seine Leistung. Jensen spielt von Anfang an, womit ich sehr zufrieden bin. Etc. sollte jemand nicht mitkommen als Auswechselspieler. Wen haben wir denn da? Werner will ich von Anfang an unbedingt einsetzen. Über Skelly, der uns wahrscheinlich ja sowieso verlässt. Also why not? Jetzt als Auswechselspieler habe ich hier, die können beide theoretisch als Stürmer eingesetzt werden. Vielleicht nochmal so ein, einfach so ein Bittenkurt mit rein. Ja. Und so machen wir das. Ein bisschen gewechselt, nicht allzu viel gewechselt. Oder ich mach. Oder ich mach was anderes. Ich nehme Marquez mit. Roman spielt von Anfang an, ja, ist okay. Und Marquez nehmen wir einfach dann noch so mit. Und wir gehen jetzt mal direkt rein. Taktikansicht, wir machen Schnellsimulation. Ich hoffe, das geht gut aus. Wir brauchen wahrscheinlich auch noch so einen Moralboost. Ich will schon ein gutes Gefühl haben, wenn wir in die neue Saison reingehen. Oh, nee! Okay, 2-0 gegen Luton Town. Das ist schlecht. Da werden sich die Spieler auch nicht freuen. Das geht richtig auf die Moral, glaube ich. Hansen, Benfica klopft an. Da will ich ihn... Würde ich ihn eher sehen als bei... Wobei, sehe ich ihn eher bei Benfica als bei Frankfurt? Weiß ich auch nicht. Sehen wir dann ja nochmal. Fokus, Trainingsplan und so weiter ist mir egal. Oh, die Niederlage geht sogar richtig in die Substanz bei mir. Und jetzt kommt Leeds United als nächstes. Und ich glaube, das ist Skelly. Fucking hell, das ist Skelly. Ja. Also, ich muss ja keinen Hehl drum machen. Der ist momentan hier im Spiel einer der besten Verteidiger. Es ist halt so, Punkt. Deswegen, der muss gehen. Für so viel Geld gibt es da gar keine andere Wahl. 50 Millionen Euro, wenn ich das hier nochmal sehe, das ist unfassbar. Bestmöglicher Deal, wir hätten sogar 58 Millionen Euro machen können. Are you fucking kidding me?
Ja, denk an deinen Ersatzspieler, ich weiß, 43.000 Euro wird nochmal betucht. Der Mann sagt schon direkt, hey, wir brauchen Ersatz und so weiter. Ich sag einfach, du, das ist deine Chance, auch wenn du sowieso von Anfang an spielst als Linksverteidiger. Gott, gegen Leeds jetzt auch noch. Warte, da habe ich, glaube ich, gerade die News sogar noch gesehen gehabt, wa? Arsenal, ja. FC Arsenal gewinnt Rennen um Joe Skelly. Wir sehen auch, Nummer 19 hat er bekommen. Die Verpflichtung des 22-Jährigen wird in der Mannschaft sicher für einige Veränderungen sorgen, was manche Spieler wohl nicht nur freut. Man braucht einen gesunden Konkurrenzkampf, sagte der FC Arsenal-Boss. Ich will, dass meine Jungs immer 100% geben und dass sie wissen, dass niemand einen Stammplatz garantiert. Das macht doch die Verpflichtung von Skelly ja deutlich. Wow. Wow, wow, wow. Das ist eine berechtigte Frage tatsächlich. Kann SV Werder Bremen ohne Skelly auskommen? Weil die Sache ist, ja, Skelly war auch auf der Außenverteidigerposition unschlagbar. Klar. Ja, musst du einfach machen. Sorry. Ich musste das eingehen. So. Ich brauche mich dafür gar nicht entschuldigen. Ich denke mal, die meisten von euch konnten das nachvollziehen. Alter, Kalajdzic und Skelly weg, ne? Das ist das, was extrem krass ist. Karlsson immer noch rote Karte. Was hat denn der Typ gemacht, Alter? Junge, ist der Geistes? Okay. Roman hat ja nicht eingeschlagen. Dann versuchen wir es mal mit unserem Marquez, ob der das vielleicht besser kann. Und jetzt müssen wir ein bisschen wechseln, ne? Nicht alle sind so fit. Ich lasse jetzt mal Friedel und Bissek gemeinsam spielen. Agu werde ich von Anfang an über Werner einsetzen. Knežević kommt rein für Jensen. Ja, wie gesagt, ein bisschen, was müssen wir jetzt durchwechseln? Stach ist ja, der ist ein Powerhouse, Alter. Das erinnert mich so ein bisschen an Stay, ne? Der ist ja fit, als hätte er nicht gespielt. Kater geht dafür raus. Stamenic, der hat sogar eine Stärke Plus bekommen, was ich ganz cool finde. Dingshi nehme ich mit erstmal nur. Kommt aber noch nicht direkt zum Einsatz. Ich brauche Rapp. Ich brauche Bittencourt, tatsächlich, gegen Jensen hier. Und Beste nehmen wir auch nochmal mit auf die Bank, würde ich sagen. Über, ja, wir machen es so. Ja, und so geht die Partie rein. Ich bin zwar nicht, ja, gegen Leeds United, das wird schwieriger als Luton Town, würde ich jetzt einfach mal sagen. Von daher immer noch nicht, oh mein Gott, holy fuck. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe wirklich nichts gesagt. Geiles Ding. Knežević sogar in der ersten Minute mit dem Tor. Marquez hat auch ein Tor erzielt, also der wird auf jeden Fall über... Also erstmal, wenn ich mir das so anschaue, über Roman halt eben spielen. Krass, 3-2, was ein Spiel. Schade, dass wir es nicht live gesehen haben. Das wäre bestimmt ein ganz cooles Spiel gewesen, auch zum Zuschauen. Posteingang. Hansen und Benfica. Ich glaube, ich nehme es einfach an, oder? Ich nehme es einfach an. Come on. Wird schon sein. Der wird schon besser werden, bin ich mir sicher. Der wird schon ganz gut dabei sein. Knežević hat eine 2-Spiele-Sperre bekommen. Und Karlsson wieder aufgehoben. Was hat denn auch Knežević getan? Also, es ist ja wirklich unglaublich. Ich weiß nicht, was hier meine Spieler veranstalten. Auch das mit Jensen, wie gesagt, ist ja total weird. Jugendmannschaft, Rivera, was hat der nochmal zu berichten? Ach, ja, das war der. Weiß ich nicht, ob wir den vielleicht doch freigeben oder so. Und als nächstes geht's ran hier gegen Salernitana. Was sieht's in der Tabelle hier? Ah, das sind ja aber einige. 8, war das schon immer so, dass das 8 Mannschaften waren? Hä? Ich dachte, das waren immer so Gruppe A, B, C und D, 4 Teams, ne? Und dann geht's in eine Playoff-Runde. Was ist denn das jetzt hier auf einmal? Okay, wir müssen auf jeden Fall gegen Salernitana ran. Die sind auf Platz Nummer 7. Hä? War das schon immer so? Egal. Anstoß und wieder ein bisschen rotieren. Pavlenka rausnehmen vor allen Dingen, habe ich voll vergessen. Oh mein Gott, scheiße. Und werde Bernal dafür einsetzen. Das habt ihr wahrscheinlich jetzt alle geschrien. Ihr sagte wahrscheinlich jetzt alle, saß vor euren Geräten und sagte so, Marcel, bist du blöd? Setz doch deinen Keeper da ein. So, Dingshi über Rashica. Karlsson spielt von Anfang an, auf jeden Fall. Der ist wieder back. Marquez braucht eine Pause, dann wird Roman wieder seine Zeit bekommen. Cetera mal eben rausnehmen. Dafür Jung würde ich eher mitnehmen. Aber so können wir die Mannschaft sogar lassen. Die sind alle eigentlich irgendwie wieder fit. Werner kriegt wieder von Anfang an Spielpraxis. Bei Jinma. Gegen Rashica, genau. Dass wir da jemanden in der Hinterhand haben. Und dann machen wir das jetzt einfach mal so. Dardai und Friedel jetzt auch mal wieder gemeinsam da in der Innenverteidigung unterwegs. Schnellsimulation und... Ach du heilige Scheiße. Krass. Gegen Leeds United, die wahrscheinlich beste Mannschaft, gegen die wir hier spielen können, weißt du, gegen die gewinnen wir 3-2 und dann gegen so eine Salernitana-Mannschaft verlieren wir 4-1. Wo kommt denn das auf einmal her? Und Luton Town kriegt auch gerade auf die Schnauze. Es sollte wohl einfach nicht sein. Nee, wir sind auch nicht weitergekommen, leider. Und wir sehen Stach mit Schwächen. Okay. Müssen wir uns merken. Mallorca holt sich den Titel. Aber das müssen wir uns wirklich merken. Weil dann wird er vielleicht doch nicht die Saison starten. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich... Ich mache das, glaube ich, auch direkt, damit ich das nicht vergesse für die nächste Episode. Weil wozu ist denn diese Vorbereitungsphase da? Na klar, damit man das Team halt kennenlernt, sieht, wer sich gut vorbereitet hat auf die neue Saison, welche Spieler ausbrechen quasi, wenn ihr versteht, was ich meine. So, Roman gegen Marquez.
Und wenn dann halt ein Stach nicht brilliert, sondern eher enttäuscht, dann müssen wir Staminic einsetzen. Der Konkurrenzkampf muss halt aufrecht bleiben. Bissek ist aber Startformation mit Dardai gemeinsam. Fuchs muss dafür weichen leider, denn da muss dann einfach ein Friedel hier auf der Position eingesetzt werden. Wir können Friedel auch als Linksverteidiger über den Mann einsetzen. Ist auch eine interessante Wahl, ehrlich gesagt. Kann man auch machen. Dann wird der Mann sich wahrscheinlich nicht freuen, verständlicherweise. Aber ich will mal Friedel dort einsetzen. Jensen bleibt, Marquez ja auch erstmal, Rashica von Anfang an, wir haben Werner hier, dann wird das hier erstmal, nee, Beste haben wir noch, genau. Oh, Beste wird aber auch sehr schwierig, ne? Oh ja, der Konkurrenzkampf wird geisteskrank, alter Schwede, du. Uiuiuiui, den muss ich eigentlich einsetzen. Wir können das auch so machen, dass wir Rashica mal einsetzen als Stürmerposition oder ein Jinma, einen von denen zumindest. Und dann, ja, hier gemeinsam mit, wo haben wir ihn? Beste. So. Aber nicht als Linker, sondern als so. Weil ja, Rechtsfuß mit Karlsson ist gut und Linksfuß hier mit Beste ist auch ganz okay. Ja, kann man so machen. Kann man so machen. Ist noch nicht so das, wie ich mir das vorstelle. Oh, das wird auch schwierig. Können wir auch gerne in den Kommentaren mal drüber sprechen, wie ich die Mannschaft hier aufbauen soll. Aber das wäre jetzt, glaube ich, so das, was ich hier aufbauen möchte. Was jetzt erstmal die Mannschaft ist, so Posteingang. Das ist eine echt lange Episode hier heute, aber ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass so viele Sachen hier passieren, Freunde. So, was haben wir hier? Gut gemacht, auch direkt wieder was erreicht. Scouting. LOL, stimmt! Erinnert ihr euch noch daran? Ziele? Das mit dem Profit? Ich habe gesagt gehabt, das ist total lächerlich, dass ich das niemals erreichen werde, aber wir stehen gerade wirklich kurz davor. Ist das bescheuert? Ey, aber mal ehrlich. Also am Anfang der Saison hätte auch wirklich niemand damit gerechnet, dass das hier passiert. Dann habe ich sogar noch einen Grund, warum es Sinn ergibt, Kalajdzic und Skelly gemeinsam zu verkaufen. Einfach weil der Vorstand will es ja mit den Finanzen. Jetzt brauchen wir noch einen weiteren Schlüsselspieler und das holen wir uns ja sowieso mit dem Stürmer und wahrscheinlich auch mit dem Außenverteidiger. Geil, läuft ja doch besser als gedacht. Lehrangebot für Staminic kann ich nicht annehmen, tut mir wirklich leid, muss ich sofort einfach ablehnen. Staminic brauchen wir in der Mannschaft. Hier steht leider nicht, dass wir irgendwie Geld bekommen haben. Haben wir wahrscheinlich auch nicht. Und es gibt neue Scouting-Updates. Okay. Brandon Robinson. Nee, du wirst es nicht. Samuel Ward. Oh ja, du bist es. Ja, die USA, sie enttäuscht nicht. Armstrong maybe? Nee, Armstrong wird es auch nicht. Cole Armstrong. Heilige, okay, krass. Hat sich direkt schon mal gelohnt. Und jetzt gucken wir uns mal an, was hier abgeht. In Südamerika, nachdem wir Nordamerika gerade abgefrühstückt haben. Bisher nicht allzu krass, du auch nicht und du auch nicht. Okay, da müssen wir noch ein bisschen warten, ne? Aber let him cook. Jugendakademie. Alles klar, meine Damen und Herren. Alles klar, meine Damen und Herren. Schon wieder ein Flügelspieler, das ist schlecht. Wir haben zu viele. Ey, krass. 65 Stärke, 16 Jahre jung, wird auch ein Superstar. Was soll ich jetzt sagen? Das ist jetzt schon, das steht jetzt schon in Stein gemeißelt. Das ist auch ein Superstar. Was machen wir bei ihm am besten? Ich glaube, seinen Schuss zu verbessern ist ganz gut. Als Flügelspieler willst du jemanden haben, der in die Mitte cuttet und dann auch mal schießen kann. Wahnsinn, was hier abgeht. Also das ist, ich kann das gar nicht beschreiben. Auch wenn die Abgänge wehtun, das hypt mich gerade umso mehr auf diese gesamte Karriere hier. Was sagt Kalender, wo sind wir gerade? Okay, wir können auch ein bisschen vorsimulieren. Ich will aber nicht allzu viel machen, weil ich brauche, wie gesagt, eure Einschätzung. Bevor wir in die Saison nämlich reingehen, brauchen wir unbedingt neuen Stürmer. Ich werde mir auch Gedanken dazu machen, auch Spieler raussuchen, die in Transferzentrale reinpacken und so. Stimmt, wegen Scouting müsste ich jetzt schon beenden. Ja klar, die Episode geht sowieso schon lang genug, sind wir mal ganz ehrlich. Obwohl ich heute nur gesprochen habe. Von daher, ihr wisst über eure Aufgabe Bescheid allesamt. Wir haben sehr viel Geld zur Auswahl. 100 Millionen Euro, ey. Wollen wir uns Mbappé holen? Wow, okay. Also, ja, da müssen wir uns echt was einfallen lassen. Ihr dürft auch nicht vergessen, es ist die dritte Saison. Ist natürlich schwierig dann für euch wahrscheinlich auch die richtigen Spieler rauszusuchen, weil ein paar Spieler sind halt schon ein bisschen älter und so weiter. Aber ich bin mir sicher, ihr seid da draußen schlau genug. Schwarmintelligenz quasi. Schreibt mir Vorschläge in die Kommentare. Ich mache es auch selber, versprochen. Ich bereite mich auch darauf vor. Wir werden viele Optionen zusammensuchen. Ich werde sie scouten. Und in der nächsten Episode holen wir uns einen neuen Superstar in der Sturmposition. Meine Damen und Herren, ich hoffe, euch hat diese Episode hier gefallen. Ich bin ultimativst hyped jetzt auf diese Saison hier, auf diese Karriere. Und ich hoffe, das seid ihr auch. Bis auf zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Und wir sehen uns.